Der nachfolgende Film wird Ihnen präsentiert von Fischer und Söhne, Ihrem Entsorgungsfachbetrieb in Bochum. Wenn man im Supermarkt wäre, würde man wahrscheinlich fragen, ob Sie eine zweite Kasse aufmachen könnten. Aber erstens war es Sonntag und zweitens wurde diese längliche Menschenansammlung, auch Schlange genannt, aus vielen VfL-Fans gebildet, die für Autogramme vom Team anstanden. Das saß nämlich ein paar Ecken weiter an einem langen Tisch und ließ schon einmal die Filzstifte warm laufen. Punkt 13 Uhr sollte es losgehen. Zu diesem Zeitpunkt war Fabian, der Erste in der Schlange, schon 4 Stunden vor Ort. Ich habe YouTube-Videos geschaut, TikTok geschaut, auf Instagram gesurft und gewartet einfach. Was sind schon 4 Stunden abhängen, wenn man ein Handy dabei hat? Dann ging es los. Fabian in der Pole Position und direkt auf Stuhl 1 saß der Cheftrainer Thomas Letsch, der eine dicke Kiste mit Autogrammkarten dabei hatte. Dazu kam noch alles, was die Fans mitbrachten und das war viel. Lesen kann das am Ende des Tages eh keiner mehr. Aber es gibt zumindest einige neue Namen, die noch keiner in der Sammlung hat. Wir beginnen mit Matuš Bero, dem laufstarken Slowaken, dem schon ein prominenter Landsmann vom VfL Bochum vorgeschwärmt hat. Der frühere slowakische Nationalspieler Stanislav Šestak, der hier lange gespielt hat, hat sich mir gegenüber sehr positiv über den Club geäußert. Es ist eine riesige Sache, Bundesliga zu spielen und ich hoffe, dass wir das jetzt in diesem und auch im nächsten Jahr machen werden. Der nächste Neue, Felix Paslak, fährt jetzt auf der A40 nicht mehr in Dortmund, sondern in Bochum ab. Der letzte Spieltag der letzten Saison ist dem Ex-Borussen noch in schlechter Erinnerung. Wenigstens ein Blick rüber zum neuen Verein brachte einen Hauch guter Laune. Bochum hat ja relativ früh schon geführt, dann mit der roten Karte noch für Leverkusen. Da war ich schon relativ entspannt. Aber das Dortmund-Spiel war natürlich dann, Also ist nicht so gut ausgegangen und dementsprechend dann natürlich auch extrem sauer, traurig gewesen. Ja. Noch ein Junge aus dem Ruhrgebiet, Lukas Daschner. Andere Richtung, Duisburger, zuletzt St. Pauli, jetzt wieder zurück in der Heimat. Da musste er nicht lange überlegen. Was hat mich gereizt? Also ich glaube, erstmal ist ein Verein aus dem Ruhrpott, der erste Liga spielt, jetzt schon im dritten Jahr. Und deswegen hat man natürlich, ich selber komme aus Duisburg, immer eine Rivalität klar gepflegt. Aber ich glaube auch, dass der VfL im Ruhrpott auch sehr hoch angesehen ist. Und von daher braucht es keine riesengroße Überzeugungsarbeit, mich davon zu überzeugen, hier zu unterschreiben. Und ein Mann aus der Schweiz, Noah Losli. Ein, auch wenn er nicht so aussieht, robuster Verteidiger, der aber sympathisch schüchtern ist, was er bei der Frage zeigte, ob die Kohlehalden denn ein ordentlicher Ersatz für die fehlenden Berge seien. Ich bin gerne hier in der Natur, von der Kohle habe ich noch nicht viel mitgekriegt. Und deshalb ist nicht ganz so anders als in der Schweiz. Auf jeden Fall machten alle Neuzugänge einen guten ersten Eindruck. Auch der gut gelaunte Moritz Bruni-Quateng oder Selfie-Motiv Bernardo. Trainer Thomas Letsch dürfte nicht unzufrieden sein mit den charakterlichen Qualitäten seiner Neuen. Der Rest zeigt sich dann auf dem Platz. Und dass Fußball Bochum Lust auf diese Mannschaft hat, zeigte sich dann draußen vor dem Zelt, wo die Schlange gefühlt immer länger statt kürzer wurde.